Im Moment ist es eigentlich noch für die nächsten 20 Jahre relativ egal, wie viel Treibhausgase wir ausstoßen. Wer sozusagen bereit ist, wissenschaftliche Fakten anzunehmen, der bekommt hier definitiv die letzten Beweise, die nötig sind. Das CO2 ist immer der Haupttreiber, aber schaut euch das mal an. Das sind Messfehler. Die Überschrift auch hier ist auch ein Knaller. Gestern war ja wieder mal so ein Tag, an dem man darüber nachdenken sollte, ob man seine Politik an solchen Tagen dann doch ändert oder eben nicht ändert. Herzlich willkommen. Mein Name ist Julian. Ich bin Mitglied der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und in unserem Kanal informieren euch Steve und ich über die Themenbereiche erneuerbare Energien und Elektromobilität. Und gestern war der 9.8. sicherlich ein durchaus aus wissenschaftlicher Sicht historischer und sehr, sehr wichtiger Tag, denn das haben alle von euch mitbekommen. Gestern hat der sogenannte Weltklimarat, der IPCC, den sechsten Bericht oder den sechsten Sachstandsbericht vorgelegt zum Thema Klimakrise auf unserem Planeten. Und Zeitungen und Social Media und alle möglichen Nachrichtenagenturen, Fernsehen, Radio, alles war voll zu diesem Thema. Und ich habe gedacht, wir gucken uns mal ein bisschen die wissenschaftlichen Fakten dahinter an. Und zwar gibt es eine Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Das habe ich hier schon mal aufgemacht. Summary for Policymakers, die physikalische Datenbasis. Und hier gucken wir uns natürlich jetzt nicht den sehr komplexen Text an. Es sind immerhin 42 Seiten. Keine Sorge, das tun wir nicht. Sondern wir schauen uns einfach mal ein paar der sehr, sehr interessanten und sehr gut gemachten Grafiken an und lasst uns einfach mal loslegen, denn die sind wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ich fange mal an hier auf der Seite Nummer, ich glaube 4, da steht jetzt noch, oder 5, mal gucken, ich räume mal ein bisschen vor, genau. Da ist jetzt noch gar keine Grafik, aber schon die Überschrift des Kapitels oder des Abschnittes A1 ist bemerkenswert. Hier steht nämlich, ich kann es gar nicht so richtig aussprechen. Auf Deutsch übersetzt steht da so viel wie, es ist unbeschreibbar, es ist eindeutig. Der menschliche Einfluss zur Erwärmung der Atmosphäre, des Ozeanes und der Landflächen ist eindeutig. Und ihr habt es in den Nachrichten gehört, dieser Begriff ist neu und dieser Begriff haut es einem gleich um die Ohren. Es gibt also keinerlei Zweifel mehr daran. Wer immer einigermaßen mit wissenschaftlichen Fakten oder wer sozusagen bereit ist, wissenschaftliche Fakten anzunehmen, der bekommt hier definitiv die letzten Beweise, die nötig sind, dass wir Menschen durch unsere Einträge von Treibhausgasen, derer gibt es ja verschiedene, zur Erwärmung, zur Erhitzung unseres Planeten beitragen mit den bekannten Folgen. So, das wollte ich euch nur mal zeigen, weil diese Überschrift ist wirklich bemerkenswert. Und dann steigen wir jetzt hier einfach mal ein. Die Überschrift auch hier ist auch ein Knaller. Der menschliche Einfluss auf die Klimaerwärmung ist unvorhersehbar gesehen und uneindeutig und war noch nie so da. So könnte man das einigermaßen übersetzen. Wir sehen hier mal eine Aufzeichnung der Entwicklung der Temperaturen auf unserem Planeten. Und ihr könnt hier hinten das sehen, was wir halt beobachten seit dem Beginn der Industrialisierung, also seit ungefähr 1850, nämlich ein unfassbar schnellen und dramatischen Anstieg der durchschnittlichen Oberflächentemperatur auf unserem Planeten. Das sind natürlich zum Teil rekonstruierte Werte und zum Teil auch gemessene Werte. Und ihr könnt einfach hier sehen, unprecedented, also das heißt unvorhergesehen. Und in den letzten 2000 Jahren haben wir hier einen solch enormen Anstieg. Und auch hier drüben in der anderen Grafik hat man mal nebeneinander gelegt, wie hätte sich die Durchschnittstemperatur unseres Planeten entwickelt. Das ist dieser Bereich hier. Also da kann man sehen, da hätte sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan. Der kleinere Ausschnitt nach unten, nach oben, das ist ganz normal. Aber hier, jetzt kommt eben hier seit 1850, kommt hier in etwa der Mensch hinzu. Und wir sehen, dass die beobachtete Temperatur hier einfach extrem nach oben geht. Nur diesen einen Weg kennt nach oben. Die ersten beiden Grafiken. Dann gehen wir weiter. Und zwar hier schauen wir uns mal an, hier ist dargestellt worden, wer oder was trägt denn eigentlich zur Klimaerwärmung bei,
zur Klimakrise besser gesagt bei. Und zwar haben wir also eine beobachtete Erwärmung der Temperatur auf unserem Planeten von 1,1 Grad. Es gibt hier eine kleine Varianz, diese Striche hier, man nennt sie Kerzen. Das sind immer, das ist die Messvarianz, die man hat. Das sind Messfehler, das sind aber auch andere Ungenauigkeiten. Die geben die Varianz an und der Durchschnitt liegt bei 1,1 Grad. Und ich glaube, alle, das sollten wir uns nochmal ganz klar bewusst machen. Wir sind ja mittendrin in der Klimakrise. Wir haben ja bereits diese Erwärmung von 1,1 Grad drin und wir sehen natürlich, was entsprechend hier auf unserem Planeten abgeht. So, das wollt ihr jetzt hier nicht sehen, dann machen wir, hier geht's weiter. Ja, und was trägt jetzt eigentlich dazu bei? Dazu ist diese Grafik hier drüben sehr schön geeignet, nämlich wir haben mit dem höchsten Beitrag zur Klimaerhitzung von ungefähr 0,75 Grad sind es die CO2-Emissionen, die wir haben. Danach kommt bereits das Methan mit 0,5 Grad und dann haben wir es eigentlich schon. Und man darf jetzt nicht diese ganzen roten Balken, das sind die, die zur Klimaerhitzung beitragen, addieren. Dann kämen wir auf einen höheren Wert als 1,1 Grad, sondern ihr seht natürlich immer diese leichte Varianz, die man hier drin hat. Was trägt noch dazu bei? Was ich sehr interessant finde, hier haben wir Ruß, Black Carbon, das ist Ruß aus Verbrennungsprozessen, der sich halt auf der Erde niederschlägt und entsprechend dunkel färbt und dadurch natürlich auch zur Erwärmung beiträgt. Wir haben aber auch hier zum Beispiel den Beitrag der Kondensstreifen von Flugzeugen. Und ja, also alles das, was hier rot ist, das trägt stark zur Klimaerhitzung bei. Und das, was blau ist, das mindert es ein wenig. Hier haben wir also zum Beispiel Sulfate in der Atmosphäre oder organische Kohlenstoffe in der Atmosphäre, die so als Reflexion sozusagen dienen. In der Summe von allem zusammen landen wir dann hier bei den 1,1 Grad mit den bereits bekannten Folgen. Gehen wir weiter zur nächsten interessanten Grafik. Hier ist viel Text dazwischen, viele Fußnoten und das sind auf 42 Seiten nur die Zusammenfassung. So, jetzt geht es mal darum, wo auf der Welt passiert eigentlich was? Und zwar gibt es hier auf der Seite 13 drei Grafiken. Einmal hier so in so einer Art Rot gehalten, in Grün und in ja so eine Art Ocker gehalten. So, und was trägt jetzt dazu bei? Jetzt kommt gerade mein Hund hoch, deswegen klackert es im Hintergrund. Davon lassen wir uns aber nicht stören. Die möchte ja immer dabei sein. Also was trägt dazu bei? Wir haben jetzt erstmal hier, beziehungsweise was passiert wo? Wir haben jetzt hier erstmal die Hot Extremes, also sprich die Temperatur, die Hitze-Extreme. Und diese, das habt ihr vielleicht schon so ein bisschen gesehen, das ist so ein bisschen hier so eine ganz vereinfachte Weltkarte. Also Nordamerika, Südamerika, hier haben wir Europa, Asien, Afrika und hier ist der australische Bereich, hier so ein bisschen China und Indien. Und was können wir hier eindeutig sehen? Es gibt so gut wie keinen einzigen Bereich mehr auf unserer Welt, keine einzige Region mehr auf unserer Welt, in der es keine Hitzeextreme mehr gibt. Es gibt nur ganz wenig, wo es zu wenig Daten gibt, nämlich hier in Zentralafrika und in erstaunlicherweise in Südamerika, ganz im Süden. Ansonsten und ein wenig hier haben wir in Kanada und ja, wahrscheinlich noch Reste, sage ich mal, der USA. Hier haben wir noch ein bisschen, wobei das ist wahrscheinlich eher USA als Kanada. Hier haben wir, da ist die Wissenschaft sich noch nicht so ganz einig, aber schaut euch das mal an. Also ob es Nordamerika ist, ob es hier Westamerika ist, also Nordwestamerika ist, ob es Mittelamerika, Südamerika, die gesamte Europa und Asien, fast ganz Afrika und natürlich der gesamte australische Bereich. Alles ist also von Hitzeextremen betroffen. Es gibt also quasi, wie soll man sagen, kaum noch einen Platz, wo man sich vielleicht zurückziehen könnte und sagen könnte, hier bin ich davon irgendwie nicht betroffen. Die Punkte, diese schwarzen Punkte, die ihr hier seht, die geben dann sozusagen die Intensität an und da seht ihr auch, das ist fast alles zwischen 2 und 3 Punkten. Hier haben wir in Grün Starkniederschläge und hier können wir auch sehen, bei den Starkniederschlägen, da ist sich die Wissenschaft noch nicht so hundertprozentig einig, in wie stark die Starkniederschlagsereignisse vom Klimawandel betroffen sind. Aber es gibt bereits bestimmte Bereiche, in denen das mehr oder weniger festgenagelt ist. Das seht ihr hier in Grün. Und wir haben hier natürlich auch die Auswirkungen auf die Landwirtschaft, also sprich Dürren. Und auch hier können wir sehen, dass große, beziehungsweise ein ja schon durchaus ein deutlicher Teil unserer Erdoberfläche ist von Dürren
Betroffen. Dazu gehört natürlich große Teile von Afrika. Also natürlich, das war jetzt nicht der richtige Begriff dafür, aber dazu gehören große Teile von Afrika, aber auch Südeuropa, Westeuropa, Teile von Asien und auch hier in Australien haben wir bereits Dürreereignisse, die sozusagen wirklich am Klimawandel, an der Klimakrise festgenagelt werden können. So, dann geht es weiter mit der nächsten Grafik. Ich hoffe, das Klackern meines Hundes auf dem Fußboden ist jetzt nicht allzu laut. Was ist denn mit dir? Da gehen wir mal weiter. Ja, so ist das, wenn man so ein Video einspricht, dann gibt es eben auch den ein oder anderen kleinen Störfaktor, der hier mal ist. Und zwar gehen wir einfach mal trotzdem weiter zur nächsten Grafik. Und zwar hier sind die verschiedenen Klimamodelle, die man gemacht hat. Und ganz besonders interessant finde ich eigentlich diesen Teil hier unten. Es gibt also 1, 2, 3, 4, 5 Szenarien, die man berechnet hat für den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre. Wobei das Szenario SSP1-1.9, das ist mit dem geringsten CO2-Anstieg in der Atmosphäre. Und das Szenario SSP5, das seht ihr hier drüben rechts, -8.5 mit dem höchsten Anstieg Klimagase in unserer Atmosphäre. Und was trägt denn jeweils am stärksten dazu bei? Und zwar hier sind verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, aber das CO2, deswegen habe ich es hier mal rot eingekreist, das CO2 ist immer der Haupttreiber der globalen Erhitzung. Andere Gase sind durchaus mit dran beteiligt, also dazu gehört natürlich auf jeden Fall das CH4, also sprich Methan, also Erdgas, das in die Atmosphäre direkt gelangt. Zum Beispiel Erdgasschlupf oder CH4-Schlupf bei der Förderung von Erdgas, also sprich überall dort, wo Erdgas gefördert wird, da entweicht auch Erdgas in die Atmosphäre, das ist dann pures CH4 und das ist extrem klimawirksam und deswegen aber auch aus der Landwirtschaft oder aus anderen industriellen Prozessen wird CH4 freigesetzt. Und CH4 hat eben diesen extremen Anteil an der Klimaerwärmung, ist extrem klimawirksam. Und deswegen ist es also nicht nur wichtig, dass wir CO2 reduzieren und vielleicht sogar auch wieder aus der Atmosphäre herausholen, sondern dass wir gerade beim Methan, beim CH4, also auch ganz, ganz doll aufpassen, dass wir hier nicht einen Kipppunkt überschreiten, wo zum Beispiel aus den Permafrostgebieten dann Methan frei wird, was wir dann nicht mehr aufhalten können und uns die Klimaentwicklung eigentlich wegläuft und wir keine Chance mehr haben, irgendwas dann noch zu machen. Also wir müssen immer das CO2 als wichtigstes Klimagas im Blick halten. Das ist auch das, was wir wahrscheinlich relativ gut reduzieren können, wenn wir es denn wollen. Und beim CH4, da ist natürlich genau das Gleiche. Das läuft aber dem CO2 sozusagen gleich hinterher und da müssen wir einen ganz, ganz großen Augenmerk drauf belassen, weil es eben so klimawirksam ist. So, hier nochmal die einzelnen Auswirkungen der verschiedenen Modelle. Das ist jetzt mal keine Grafik, sondern eine Tabelle. Und hier ist eigentlich nur interessant, wenn wir also im Szenario SSP1 die 1,5 Grad als absolute Obergrenze annehmen wollen, dann ist es wahrscheinlich, dass wir auch in den folgenden Dekaden, also sprich bis 2060 beziehungsweise bis 2100, ungefähr diese Erwärmung einhalten können. Und Sie können Sie sehen, ab 2080 vielleicht sogar eine leichte Minderung der globalen Temperatur wieder eintreten kann. Aber im schlimmsten Szenario, was uns bis 2040 keinen großen Unterschied bringen wird, läuft uns aber dann zwischen 2040, 60 und 2080 und 2100 die Temperatur auf dem Planeten wirklich weg. Und dann haben wir eigentlich hier Zustände auf dem Planeten, die wir uns heute gar nicht vorstellen wollen. Also zusammengefasst könnte man sagen, im Moment ist es eigentlich noch für die nächsten 20 Jahre relativ egal, wie viel Treibhausgase wir ausstoßen. Aber weil das Ganze ja eine langfristige Wirkung hat, dann rennt uns das eben weg. Und das bedeutet eigentlich, dass wir eben nicht die nächsten 20 Jahre machen können, was wir wollen, sondern dass wir gerade in den nächsten 20 Jahren kommt es auf jedes Gramm CO2 an und andere Treibhausgase, die wir nicht in die Atmosphäre entlassen. So, gehen wir weiter. Und zwar kommen wir dann zur nächsten Grafik. Mal gucken, wo die sich jetzt aufbaut. Und zwar hier nochmal, so eine Grafiken kennt ihr, sieht man aus der Tagesschau und aus anderen Nachrichtensendungen und Publikationen, die simulierte Erhitzung unseres Planeten. Ganz spannend hier oben. Das ist sozusagen die beobachtete globale Erhitzung bei einem Grad. Und das war die Simulation, die man hatte.
Und jetzt werdet ihr sagen, ah, hier oben, ja, das stimmt ja einigermaßen überein, aber hier in der Antarktis, das passt ja gar nicht zusammen, da ist ja die Beobachtung völlig anders als das, was simuliert wurde. Und jetzt könnte man als Aluhutträger wieder ankommen und sagen, dann stimmen ja die ganzen Simulationen nicht. Nein, es hat natürlich was damit zu tun, dass wir in diesen Bereichen hier unten gar nicht genügend Messstationen haben, um das entsprechend zu messen. Aber wenn man sich die anderen Bereiche hier anguckt, dann findet man viele, viele Übereinstimmungen. Und hier unten könnt ihr dann sehen, wie geht es denn dann weiter? 1,5 globale Erwärmung, 2 Grad globale Erwärmung und 4 Grad globale Erwärmung. Und dann seht ihr insbesondere, dass uns die Pole weglaufen. Und das ist halt ein Riesenproblem für die globale Zirkulation und führt dann zu den bekannten Phänomenen, wie eben wochenlang gleiches Wetter, weil sich eben einfach der Jetstream abreißt. Den gibt es ja auf der Nord- und der Südhalbkugel und treibt jeweils die Wettergebiete an. Bei uns auf der Nordhalbkugel ziehen sie nach Westen, auf der Südhalbkugel ziehen sie nach Osten. Und wenn der Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator immer geringer wird, dann haben wir eben diese bekannten Probleme, dass wir über Tage oder Wochen sogar anhaltende gleiches Wetter haben, was sich immer weiter verstärkt. Und hier können wir ganz, ganz deutlich sehen, also in einer solchen Welt hier bei plus 4 Grad, da möchte man wahrscheinlich nirgendwo auf diesem Planeten mehr leben, beziehungsweise vielleicht nur noch unter der Erdoberfläche oder in der Dauerklimatisierung. Keine Ahnung, wie man das noch aushalten soll, beziehungsweise wo dann auch entsprechend die Nahrungsmittel eigentlich herkommen. Ja, hier geht es jetzt um Niederschlagsverteilung. Auch hier nochmal Simulationen, wie sich die Niederschläge auf unserem Planeten verändern werden. Wir werden also Bereiche haben, bei denen wird es immer trockener und Bereiche haben, bei denen wird es immer feuchter. Da nehmen die Niederschläge eben zu. Das kann man sich hier anschauen und bei dem 1,5-Szenario, da können wir hier, ich versuche das mal so ein bisschen näher ranzuholen, da können wir für Europa zum Beispiel sehen, dass wir so eine Zweiteilung in Europa bekommen. Also in Südeuropa wird es immer trockener und in Mittel- und Nordeuropa wird es immer feuchter. Was jetzt allerdings nicht heißt, dass es angenehm wird, sondern das sind halt dann auch verbunden, damit sind auch diese Starkniederschläge. Und in der Simulation, wir können ja mal hier gucken, bei 4 Grad, da haben wir sogar eine extreme Versteppung und Verdürrung sozusagen von Südeuropa und auch natürlich dem Nordteil von Afrikas. Mit entsprechenden Fluchtbewegungen, die es dann geben wird, das ist völlig klar. Und wir haben hier in Mitteleuropa und vor allem in Nordeuropa immer weiter zunehmende Feuchtigkeit in der Atmosphäre, also verbunden mit immer mehr Starkniederschlägen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass es irgendwo auf der Welt irgendwie angenehmer wird oder so bleibt, wie es ist. Das wird so nicht funktionieren. Ja, weiter. Hier ist eine Übersicht über die ansteigende Wahrscheinlichkeit von Extremwettersituationen und zwar jeweils die sogenannten 10-Jahres- wie soll man das jetzt auf Deutsch übersetzen? 10-Year-Event, also das 10-Jahres-Ereignis, was es geben wird, also eine Wettersituation, die es nur alle 10 Jahre gibt und hier drüben eine Situation, die es nur alle 50 Jahre gibt. Und hier kann man halt einfach sehen, dass je heißer es wird, mit desto größerer Wahrscheinlichkeit treten eben bestimmte Ereignisse ein, also dass das 10-Jahres-Ereignis für extreme Temperaturen über Land wird bei einem 4 Grad wärmeren Planeten 9,4 oft mal öfter eintreten, dass wir also an einem Ort Starkhitzeereignisse haben und beim 50-Jahres-Event sogar eine fast 40-fache Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass solche entsprechenden Ereignisse eintreten. Heißt also, je heißer es wird, desto häufiger müssen wir damit rechnen, dass solche extremen Ereignisse dann auch eintreten. Das Ganze hat man hier auch für Starkregen und für Dürre berechnet und in allen Szenarien zeigt sich eigentlich, je heißer es wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass solche Ereignisse dann entsprechend eintreten. Es wird also nicht einfach nur immer ein bisschen wärmer, sondern wir müssen also sozusagen immer mehr damit rechnen, dass es immer häufiger zu solchen Extremsituationen kommt und das Ganze ist exponentiell, das heißt, es wird wirklich immer schlimmer, je mehr wir dem Planeten zumuten. Sollte uns zu denken geben, das ist kein Spaß, über den wir hier reden, sondern das sind wirklich echte Probleme, die wir hier haben. Gehen wir zur nächsten Grafik. Die versteckt sich ein paar Seiten weiter und zwar
haben wir. Die überspringe ich jetzt mal. Da geht es ein bisschen darum, wo wird CO2 eigentlich gespeichert? Das ist jetzt, ja, das überspringen wir jetzt einfach mal. Aber die nächste interessante Grafik, die folgt auf dem Fuße. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, hier geht es jetzt mal um die Auswirkungen auf die Meere, auf die Ozeane und Meere auf unserem Planeten. Und die verschiedenen Szenarien sind hier nochmal aufgeführt mit ihren Temperaturauswirkungen. Und das Ganze wird jetzt mal hier projiziert auf die eisfreie Fläche der Arktis. Und hier können wir also sehen, dass wir in fast allen Szenarien ungefähr ab 2050 mit einer, ja, nicht kompletten, aber zumindest großflächigen Eisfreiheit in der Arktis rechnen müssen. Und der pH-Wert unserer Ozeane, der wird immer weiter, zumindest in den Szenarien SP2, 3 und 5, wird immer weiter versauern, was natürlich entsprechend negative Auswirkungen auf die Ökosysteme hat. Nur im Szenario SP1, 1.9 und 2.6 kann dieser Effekt ein bisschen umgedreht werden. Die Erhöhung des Meeresspiegels, die damit einhergeht, ist hier mal aufgeschrieben. Und hier gibt es also eine Varianz zwischen einem halben Meter und etwas über einem Meter Erhöhung des Meeresspiegels bereits bis zum Jahr 2100. Das sind nur 80 Jahre, das ist nicht viel. Das sind drei Generationen und einen Meter mehr, gerade wenn ich so an Bereiche von Norddeutschland denke oder einfach Nordeuropa denke, Benelux-Staaten, Niederlande, Belgien, Dänemark. Dann kann man sich vorstellen, was ein Meter bedeutet, nämlich starke Überschwemmung. Und ja, bestimmte große Bereiche werden schlicht und einfach unbewohnbar werden. Und im schlimmsten Szenario, das sehen wir hier drüben, da müssen wir sogar zeitweise mit bis zu 7 Meter Meeresspiegelerhöhung rechnen. Und da kann man dann eigentlich wirklich ja, nur noch davon reden, dass einfach hier eine absolute Katastrophe eingetreten ist. So, jetzt ist mir hier das Dokument gerade ein bisschen durch die Gegend gesprungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo ich bin. Genau, dann kommen wir doch einfach zu dieser Grafik hier. Das passt auch ganz gut, nämlich hier hat man einfach mal die Welt in Regionen eingeteilt und hat einfach mal geguckt, welche Ereignisse treten in wie vielen Regionen mit welcher Wahrscheinlichkeit eigentlich auf. Und zwar gibt es so Sachen wie Hitze und Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit, Starkwind, Eis oder Schnee und so weiter und so fort. Und hier kann man eigentlich sehen, dass es so gut wie keine Region gibt auf dieser Welt, oder bei keinem Ereignis es eine Region auf der Welt gibt, wo nicht irgendwo eine Region auf der Welt davon betroffen sein wird. Ja, also starke Hitze und starke Kälte, ja, wird in fast allen Regionen auftreten auf der Welt, ja. Oder hier Starkregen, River Floods, also Überflutungen, auch das wird in mehr als 50% der Regionen der Welt wird das eintreten und so weiter und so fort. Also das heißt, es wird, das haben wir vorhin schon gesehen, auch so gut wie keine Region auf der Welt geben, die nicht von irgendeinem dieser Auswirkungen betroffen sein wird. Auch das muss man sich klar werden. Wenn ihr jetzt vielleicht denkt, ich kaufe mir ein Grundstück an der Nord- oder Ostseeküste, weil es da vielleicht ein bisschen kühler ist, dann müsst ihr eben dort mit anderen Impacts rechnen, wie zum Beispiel Wind oder eben Überschwemmungen. Also in Anführungszeichen, ob man irgendwo auf dieser Welt noch sicher in Anführungszeichen sein wird, kann man ganz stark drüber zweifeln. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann kam hier noch eine ganz spannende Grafik am Schluss. Und zwar diese hier, nämlich hier in dieser Grafik kann man mal sehen, über wie viele Gigatonnen CO2 sprechen wir hier eigentlich. Und da gucken wir uns einfach mal an, was ist denn zwischen 1850 und 2020 emittiert worden. Und da haben wir also etwa 2400 Gigatonnen CO2, die emittiert wurden, die zu diesem 1,1 Grad Anstieg bereits geführt haben. Und dann sind hier diese Szenarien, die zeigen, okay, also im Szenario mit dem geringsten Anstieg von CO2, da reden wir also nochmal über ungefähr 600 Gigatonnen oder ja, ist ein bisschen weniger, ungefähr 500 Gigatonnen CO2. Aber im schlimmsten Szenario, da haben wir ja
naja, ich würde mal sagen, annähernd eine Verdopplung der CO2-Menge, die noch freigesetzt werden. Und die Auswirkung auf die Temperatur ist hier einfach nochmal dargestellt. Und da kann man sehen, es gibt eigentlich kein Szenario, in dem die Temperatur nicht weiter steigen wird. Also die Temperaturen werden definitiv weiter steigen. Aber bis wohin und wie schnell, das haben wir letztlich in der Hand mit der Reduzierung der Treibhausgase in der Atmosphäre. Das liegt einzig und allein an uns, und zwar nicht unbedingt an jedem Einzelnen, aber das liegt letztlich an uns allen, das zu machen. Und hier in dieser Grafik, die ich euch auch nochmal zeigen möchte, jetzt ist mir das leider wieder hier durch die Gegend gesprungen, da ist sie, diese letzte Tabelle, die möchte ich euch auch nochmal angucken. Da haben wir hier oben nochmal den Wert. Also ne, wir haben hier also jetzt ungefähr 2400 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre entlassen, also plus minus 240 Gigatonnen, sind dann bei diesen etwa 1,1 Grad, was wir heute anhaben. Und jetzt liest man diese Tabelle wie folgt. Also wenn ich möchte, dass wir den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad beschränken, das heißt, wir haben jetzt noch ungefähr 0,43 Grad sozusagen an Puffer bis zu diesen 1,5 Grad. Dann erreichen wir dieses Ziel zu 83%, wenn wir ab jetzt nur noch 300 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre entlassen. Und ja, da kann man sich eigentlich vorstellen, also und zwar ab 2020, das ist also dieses CO2-Budget, dass das eigentlich überhaupt gar nicht mehr einzuhalten ist. Würden wir uns auf 900 Gigatonnen beschränken, dann würden wir dieses Ziel nur noch zu 17% erreichen. Und aus diesen Zahlen liest man eigentlich raus eine unbequeme Wahrheit, so wie Al Gore das damals mal in seinem Film genannt hat, nämlich, dass wir eigentlich, wenn man realistisch ist, so gut wie keine Chance mehr haben, dieses 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Ja, also ne, nochmal hier, also wenn die ganze Welt es schaffen würde, bis den weiteren Eintrag von CO2 und anderen Treibhausgasen umgerechnet, nächstes CO2, auf 300 Gigatonnen zu beschränken, dann würde man dieses Ziel nur zu 83% einhalten, also nicht mal zu 100%. Und das ist schon ein extrem niedriger Wert. Und das zeigt uns eigentlich, wie dringend diese Situation ist, jetzt ganz, ganz schnell zu handeln. Es wird also so sein, dass wir mit Sicherheit dieses 1,5-Ziel überschreiten werden. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können uns in irgendeiner Art und Weise darauf einstellen, dass es halt immer schlimmer wird. Oder wir müssen dann sogar intensiv anfangen, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entziehen. Das heißt, wir nehmen so eine Art CO2-Schulden auf und versuchen dann hinterher durch Technik und Wiederaufforstung CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, um dann hinterher wieder dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist natürlich jetzt eine Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen. Meiner Meinung nach ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen können. Wir werden es also überziehen, wahrscheinlich sogar eher Richtung 2 Grad. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir mit dieser Situation klarkommen und ob wir bereit sind, auch durch technische und andere Maßnahmen der Atmosphäre CO2 wieder zu entziehen. Wir müssen aber dabei auch wissen, dass die Rückführung der negativen Effekte, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, CO2 in Größenordnungen aus der Atmosphäre zu entziehen, nicht quasi genauso schnell wieder eintreten wie wir es schlimmer gemacht haben. Also ich sag mal, 150 Jahre CO2 in die Atmosphäre eintragen, ist nicht in 150 Jahren wieder vorbei, wenn wir in der gleichen Zeit die gleiche Menge an CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Da gibt es also auch Studien, die zeigen, zum Beispiel, bis sich die Eisschilde wieder so aufgebaut haben oder bis die Vegetation wieder so ist oder bis sich die Mengen an Wasserdampf in der Atmosphäre wieder normalisiert haben, das dauert dann deutlich länger, denn die Atmosphäre ist ein sehr, sehr träger Mechanismus und wir haben ja auch CO2 in riesigen Mengen, zum Beispiel im Ozean, gespeichert und dieses CO2 wird ja noch über lange, lange Zeit dann auch stückweise wieder freigesetzt werden. Also wir haben hier eine große Verantwortung, jetzt so schnell es irgendwie geht, die Problematik einigermaßen in den Griff zu kriegen und ja, das ist die Aufgabe, die wir eigentlich haben, vor der wir jetzt stehen. Und wir sind heute sozusagen am Tag 1, ich dieses Video aufnehme, am Tag 1 nach der Veröffentlichung dieses Berichtes. Und ich persönlich hatte heute nicht das Gefühl, dass weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind oder in den Geschäften weniger Leute eingekauft haben. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Ich bin heute auch natürlich unterwegs gewesen, allerdings mit dem Fahrrad. Aber nur mal so, ja, man bekommt sowas vor den Latz geknallt und sollte denken oder sich die Hoffnung machen,
man müsste doch das eine oder andere irgendwie fühlen oder spüren oder keine Ahnung was, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie gar kein großes Thema. So, das soll es gewesen sein, doch relativ lang geworden, sorry dafür, aber es ist mir einfach ein Anliegen gewesen, euch diese Grafiken mal zu präsentieren. Den Link dazu, den knallen wir unten in die Shownotes rein. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Situation und die durch die Grafiken und auch die Wissenschaft dahinter ein wenig näher bringen können. Natürlich ist es überhaupt gar kein Ersatz dafür, diese 800 Seiten in dem Report zu lesen oder sich die 42 Seiten der Zusammenfassung mal anzutun. Aber wer die Zeit und die Muße hat, sollte das mal tun, nicht um sich weiter zu schocken, sondern einfach um die Wissenschaft dahinter zu verstehen und eventuell auch, wenn man mal in Diskussion kommt mit irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, das ist alles Quatsch, denen mal die klare Frage zu stellen, woher sie denn ihr Wissen haben, wenn alle anderen Wissenschaftler auf der Welt sich irren. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Es hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht gebt ihr dem Video einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Abonniert unseren Kanal, dann bekommt ihr natürlich seid ihr immer dabei, wenn es neue Informationen gibt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und dann sagt ciao.